Moin Freunde und willkommen zurück bei den Rätselboys. Huhu. Ja, Mäuse zusammen. Geil. Geil, ne? Ja, mega. Wir haben bei diesem schönen Licht, Freunde, unseren IQ Jimmy Neutron Gedankenblitz da einfach fusioniert, haben jetzt IQ 930 Milliarden und haben auch dieses Stück Holz oben wegbekommen, während Joseph Seed immer noch seine Geschichten erzählt. Und Freunde, gebt euch das, ne? Gebt euch einfach das hier, diesen wunderschönen Anblick, denn man muss das Symbol einfach so vereinen und es geht einfach immer noch nicht. Achso, nee, warte, doch, jetzt geht's. Halte Y jetzt gedrückt. Ja, ich stand hinter dir, sorry. Finde die richtige Position, richte das Amulett aus. So. Oh! Ey! Jawohl. Alter, was für geile Hallos, Mann. Oder? Mega. Schießt hier mit Pfeil und Bogen, Alter. Alles gut. Er ist einfach selber fertig mit der Welt. Ey, schießt aufs nächste Ziel! Junge, was geht denn hier? Was geht ab? Was haben wir denn? Warte mal, wir haben doch noch zwei Ziele. Ne? Er hat jetzt auf die Kapelle geschossen. Ja, gehen wir geradeaus rüber? Ja, oder? Ja, dann können wir ja hier hinten lang gehen, oder? Let's go nach Wasser. Oben. Na, das war echt, Junge, also... Holla, so ein Rätsel mal irgendwie, oder? Bevor man sich für einen 15er-Key anmelden kann, Alter. Und das würde schon mehr aussortieren als IO-Score gelöst. Richtig Wahnsinn. Halte das Amulett richtig. Plus Makro. Richtig nice, Junge. So. Ja, und wir sind natürlich sofort drauf gekommen, ne? Und wir haben auch nicht eine halbe Stunde rumprobiert und dann gemerkt, dass dieses Stück Holz da backt, was nicht weggeht und es darum nicht geht. Also, wir sind da schon Nein, Vorreiter. Wir kriegen das alles schon geschissen. Ob man jetzt... Oh, hier kann man looten. Achso, ist nächstes Jahr Queststation. Ich wollte gerade sagen, ob man jetzt in alle Zonen gehen kann und dann nochmal eine zusätzliche neue Welt von der ursprünglichen Welt bekommt, hier in Seeds seinem Drogenrausch, Alter, wäre auch heftig. Seeds Drogenrausch. Das war ein grüner Traum. Ja, auf, er ist einfach Xavius, Alter. Ja. Er ist einfach Xavius. Drop meine Schulter, du Hund. Chillig. So, hier ist alles kaputt, was ich sehr komisch finde. So, Mr. Seed. Welche Stadt? So, ich nehme hier jetzt wieder das Teil, ne? So. Ja, mach mal. Ich habe wieder ein lustiges Amulett. Der Wind bringt Veränderung. Okay, ich muss aufs Dach anscheinend. Ich hab hier dran gezogen. Du hast warte, ah, hier, warte mal, ich bin der Wind. Ich drehe. Ich drehe das Ding. Ah, okay, warte, ich gehe aufs Dach. Ja, und du sagst, wo ich es hindrehen soll. So, ich habe gerade keine Option, mein cooles Amulett rauszuholen. Ich weiß leider nicht, warum. Muss ich hier stehen, okay, oder was? Hä? Oh, Daddy, ich weiß nicht, wo ich stehen soll. Hä, muss ich unten stehen? Ah, hier, du musst da durch. Du musst hier unten rein. Ich muss da rein. Aber hinter dir sind noch. Ja, hier sind auch noch. Möppel. Lol, wirklich? Ja, und dann so schräg hoch. Tatsächlich, Alter, ich raste aus. So, bist du bereit? Wow. Ich glaube, der Pfeil muss nach oben, oder? Wie sieht denn das Ding hier aus? Ja. Ah, nee. Einmal rechts. Ich glaube, einmal nach unten muss das, ne? Ich weiß nicht, ich habe ja auch noch so ein Teilstück, was ich da ranhalten muss. Ich kann es aber gerade auch noch nicht benutzen. Was mich ein bisschen. Ich muss nur gucken, wo die Pfeile, welche Pfeile du hier schon hast. Ja. Du hast die. Ah, jetzt weiß ich es, wo es muss. Okay, Junge, dann war es eben schon. Die Pathfinder-Minigames, Alter, die Nostalgie kickt einfach nur. Überragend, Alter. Überragend. So, das hier haben wir schon. Aus? Das haben wir genau. Das hier haben wir schon, aber das hier noch nicht. So. Das haben wir in der Tat noch nicht, ja. Aber ich kann mein Amulett wieder nicht rausholen. Warum nicht? Warum nicht? Du stehst nicht perfekt, Mann. Doch, ich stehe voll richtig, Alter. Hä? Und dann musst du dich hier hinknien vorher, nee. Muss ich mich knien? Nee, sehe ich gar nichts. Hier oben drauf und dann knien. Muss ich alle Waffen wegstecken? Liegt's daran? Irgendwie hier, Faust? Nee. Die Zivilisation. Hä? Untersuche die Strahlen. Oh Mann, warum backt denn das so rum? Hier ist es doch. Hier ist das. Hier ist der Möppel. Ja, da stehe ich doch auch die ganze Zeit. Aber ich kann halt mein Amulett nicht rausholen. Was du da machst, Junge. Ah, warte. Was jetzt? Ich glaube, hier ist auch noch mal was. Oder kann ich das auch noch irgendwie verändern? Nee, hier ist ja der Stehpunkt. Das ist zu nah, da sieht man nichts mehr. Dach war auch falsch. Hier ist ja, da ist ja unser Punkt da. Da hast du schon recht mit hier. 5 Meter noch. Ich krieg halt nur nicht die Option, das Amulett rauszuholen. Ja, und darum, liebe Leute, werden wir jetzt wieder random in den Wald reinrennen. Hoffen, dass das gleich resettet. Jetzt hol ich random raus hier, oder was? Aha. Was war denn das jetzt wieder? Verstehe ich nicht. Macht mich fertig, Alter. Nehmt keine Drogen, Kinder. Es ist auch wieder anders. Jetzt ist es auch wieder resettet. Stell dich da mal hin. Ja, ich stehe. Mach das mal. I'm standing still.
So. Lul. Es geht nicht, Alois. Ich hab einfach. Bei mir kommt aber auch dieser Sound, dieses Kling, dass irgendwas passiert ist. Ja, es ist ja auch richtig. Aber. Ja, auch nicht. Ich brauche ja, es steht dann immer unten, du kannst jetzt Y drücken. So. Dann muss ich hier vorstehen. Oder drauf. Nein. Ich würde auch gerne Y drücken. Es geht nicht, Alter. Freunde, es fuckt mich übelst ab, dass hier immer verbuggter Kram ist. Ich kann mich auch nicht groß anders hinstellen. Hier ist ja die Position. Hast du ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwie noch groß zu variieren. Aha, jetzt hole ich es random raus. Verstehe. Bam. Jawohl. Wir sind die Besten. Ich raff nicht, was hier abgeht. Das sind die Drogen. Es sind die Anabolen. Okay, so, untersuche die Schreine. Wenn das nächste nicht sofort funktioniert, sehe ich mich gezwungen, uns beide im Drogenrausch zu richten. Oha. So. Ja, dann hatte ich wenigstens noch Spaß vorher. Ja, das ist wichtig, Freunde. Das ist okay. Das ist sehr, sehr wichtig. Dreh Morphium den Tropf auf. Jawohl. Ah, ja. Schön. Schöne Sache. Freunde, auf zum letzten. Das macht mich immer echt mad. Bin da wirklich geladen, wenn so eine schöne Quest dann wegen so einem Müll rumbackt, Alter. Da bin ich sehr zornig. Und dann vergesse ich meinen Zorn. Es ist ja nicht so, dass wir in Far Cry noch nie Bugs hatten. Was? Das ist mir gänzlich neu, diese Behauptung. Und ich bin zum Glück auch schon wieder mild gestimmt, da das Bliss den zornigen Teil meines Hirns einfach langsam in liquide Form bringt. Nice. Und das ist einfach nur geil, darum bin ich jetzt nur noch erregt. Das ist euer Unter Wasser. Versunkene Hütte. Obwohl, wir können hier rüberlaufen, das Juhu. Geht noch. Okay, alles ist gut. Plündern. Was liegt hier? Eine rote Kugel. Hier sind Komponenten. Okay, ich habe ganz viele Molotovs gekriegt. Ich glaube, ich muss hier einiges abfackeln. Nehmen. Ich habe ein Stück. Ja, das Efeu-Zeug, da muss weg. Ah ja, da. Der, die dat Efeu-Amena. Sag mir nicht, was. Na, du musst einfach rüber. Ernsthaft? Doch. Oh, ja. Nee. Schaffst du, Digga, hier ist nichts. Ja! Woo. Easy, Digga. Easy, easy. Gameboy. Alles gegeben für die Gang. So. Kann ich jetzt meinen Pinöppel hier rausholen? Warum geht das jetzt schon wieder nicht? Hol dein Pinöppel raus! Da ist er. So. Yes, Sir! Freunde, man muss nur meckern. Schön sieht's ja aus, ne? Ja, Mann. Wird jede Sünde verbrennen, die wieder Wurzeln schlagen. Untersuche das Kreuz. Was ist denn für ein Kreuz? Da ach, oben, da ganz hinten. Das große. Okay. Oh, nee! Ah, raus hier! So, alles ist gut. Hui, ich hasse Wasser, habe ich es schon mal erwähnt? Junge. Gott hat die Welt von der Sünde befreit. Ja. Ja, was ist das für eine Aussage? Gott hat die Welt von der Sünde befreit und doch gibt es sie noch. Ja, geil. Wenn das der Versuch einfach fehlerhaft ist, so wie... Seine Schöpfung. Aha. Der es ausgeführt hat. Ui, Junge, so religionskritisch. Sick. So, Panzertape. Ja, ich bin voll auf Droge, Junge, Panzertape mitnehmen. Musst du dran lecken. Alter, Alter. An der Klebeseite. Es reicht komplett hin. Junge, folge dem Pfad. So. Ob wir im Bunker rauskommen jetzt? Oh, das ist hier wie bei Womsandi, Alter. Ey, auf jeden. Was willst du? Weißes Pferd? Oh, da, Atombomben. Ja. Hi, Mr. Seed. So, stell dir mal vor, du hast solche Paras, Alter, dass du... Das ist unser Bunker. Es ist unser dass Anfang. Du Atombomben-Explosionen sehen würdest, Alter. Ey. Das wäre so heftig. Das ist echt unser Bunker. Hier links, wo sie immer gefoltert haben und so. Wo wir am Ende rein sind, sie alle abgestochen haben. Mit Kugeln. Ich dachte, ich hätte meine Pflicht gegenüber Gott erfüllt. Krass. Aber es gibt noch Ratten. Doch die Mulche, oder wie, was hast du gesagt? Mulche, sagte ich, ja. Mulche, Mann. Da ist er. Geil. Mr. Seed, Sir, möchte ihren Nippel zwicken. Okay, nimm das Buch. Ja. Er sagte mir, du wärest dessen würdig. Verlasse den Bunker. Hier ist noch was zum Lesen. Ja.
Eine hingekritzelte Notiz. Du weißt es am besten. Gott sagte es dir. Wenn ich auf dich höre, ist es gut und richtig und ich kann helfen. Ich kann Menschen retten und es wieder gut machen und alles ist wieder okay. Wenn ich als dein Richter urteile, ist das Urteil gut und gerecht. Das Urteil ist Gottes Wort. Jetzt erkenne ich es. Es tut mir so leid. Bitte gib mir eine Maske. Ich habe Angst. Niemand soll mich erkennen. Bitte lass mich neu geboren werden, so wie die Welt von Sünden gereinigt und neu geboren wurde. Dann werde ich gegen die Sünde kämpfen. Danke, Joseph. Danke, Vater. Okay. Hinter dir sind auch noch zwei. Noch zwei? Ja. Oh, hier, ja, tatsächlich. Ja. Ich kann nicht denken, ich werde hungrig. Wir müssen bald nach oben, aber ich habe Angst. Ich glaube, ich habe das Richtige getan. Ich will auch jetzt das Richtige tun. Er sagt, er vergibt mir, aber ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige getan habe. Ich verstehe es nicht. Und alles, was er mir gibt, ist das Wort. Ja, man kann ja auch hungrig nach Worten sein. Wo ist das Dritte? Hier an der Wand. Und dann haben wir noch zwei andere draußen. Junge, was geht? Haben wir unsere Hände für Gutes genutzt, sie in Frieden ausgesteckt? Haben wir Hunger, Armut, Krankheit ein Ende gesetzt? Nein, wir haben diese erlesenen Geschenke nur für Banalitäten eingesetzt. Unser kurzes Leben zieht vorüber, bar jeder Bedeutung. Schlimmer noch, wir besudeln diese Gaben und ballen sie zu Fäusten. Wir führen Kriege, wenn wir einander umarmen, einander trösten und eine Gesellschaft errichten sollten, die jeden Leib und Seele nährt. Okay, hat er alle umgekrempelt oder wie kann man das verstehen? Die ganzen Seiten hier... Dann hat er diesen neuen Kult mit den Masken aufgemacht, Alter. Ich habe überlegt. Coole weiße Masken. Die haben was? Coole weiße Masken. Ja, geil, das ist die Wiedergeburt, Alter. Ich habe überlebt und sie haben keine Macht mehr über mich. Und nun sonne ich mich im Frieden von Gottes bedingungsloser Liebe, im Schutz der frommen Gemeinschaft von euch, meiner Familie. Und jetzt weiß ich, was es heißt, wahrhaftig und vollkommen akzeptiert zu werden. Von euch, meiner Familie. Schön. Ja. Oh, Josephs Tagebuch. Der Deputy wird von Schuldgefühlen zerfressen. Ob das quasi gerade die Aussagen von unserem alten Charakter waren? Alter. Digga. Ich dachte schon an einen Gnadentod, doch lieber sorge ich dafür, dass meine Vergebung erkannt wird, damit klar wird, wie es sich anfühlt, gerichtet zu werden. Und wenn es soweit ist, wenn ein hungriges Etwas hervorgekrochen kommt, dann soll es verstehen, was seine Rolle ist. Gott hat noch Pläne für den Deputy. Und ich auch. Ey, ne, wir halten uns dann selber oder so. Wir sind der mit der Maske, Alter. Scheiße. Ey, was für kranke Frank, Scheiße. Alter, richtig krank. Wow. Wow, hier ist noch eine Seite einfach. Freunde, großer Leseparty heute. Nach Tagen nach Tagen des Fastens und Betens habe ich die Stimme wieder gehört. Und ich habe gesehen, was kommen wird. Ich habe das Gesicht der Person gesehen, die New Eden nach meinem Tod führen wird. Es war kein bekanntes Gesicht. Es sah mir nicht ähnlich, also ist es nicht mein leibliches Kind. Dennoch wird es mein Kind sein, so wie alle anderen auch. Ich lasse mein Wort zurück, wenn ich gehe. Und wenn es nach Eden zurückgebracht wird, soll es unsere Bestimmung offenbaren. Gott hat mir nicht gezeigt, worin sie bestehen wird. Aber ich habe Vertrauen, dass es das Richtige sein wird. Oh, Mr. Seed, Sir... Alle völlig crazy, Junge. Das Wort. Wieder nicht sein Tagebuch. Jenseits der Mauern von Eden's Gate erstickt eine einst mächtige Nation an ihrer Tollkühnheit. Die Eliten brüsten sich brüllend. Seht unseren Reichtum. Er zittert vor unserer Macht. Er starrt in Ehrfurcht vor unserem Wissen. Und ich erstarre, doch nicht in Ehrfurcht, in Scham. Denn ihr Wissen verbreitet nur giftige Propaganda, die uns ewig in Furcht bannen soll. Ich erzittere, doch nicht vor Bewunderung, vor Trauer, ob des Hasses ihrer heimtückischen Pläne. Und in ihrem glänzenden Gewölbe endloser Raffgier sehe ich nur die feige Seelenlosigkeit des Materialismus. Oha, Junge, Gesellschaftskritik ist da. Heftiger Shit. Warum muss er das denn religiös machen? Er hätte doch einfach so Gesellschaftskritiker werden können. Wäre viel geiler gewesen. So hätte er auch seinen Shot anlassen können. Mit Religion erreichst du mehr, Digga. Ach. Und länderübergreifend. Oh. Na? Yo. Alter, wir waren wieder ganz schön lange weg, wie das aussieht hier. Ich glaube auch. Alter. Guten Morgen. Junge. Alter, das war krass. Holla. Ey. Guten Tag. Die Prophezeiung. Ja, krass. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf uns jetzt bezieht oder auf unser früheres Ich quasi, was ja mit ihm auch im Bunker war am Ende, ne? Ich denke, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das von früher war, ne? Krass. Das ganze Bliss hier, Junge. Ich kack mich voll. Wow. Wollen wir die letzten 6 Minuten des Parts einfach in diesem See schwimmen? Von mir aus? Nein, wollen wir gar nicht. wir können jetzt Seed weitermachen, New Eden die Story, oder kurz noch die Insel übernehmen, damit wir noch Ethanol kriegen. Ja, würde ich sagen, dann können wir die Insel machen, genau, dann können wir offscreen vor der nächsten Aufnahme die Waffen ballern. Und dann können wir nächstes Mal anfangen schön mit Seed gelöt. Wir haben leider kein Boot, ne? Noch nicht, aber vielleicht ist hier irgendwo eins. La 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 la. Hier sind Leute, hier sind Gegner.
Oh, Gegner, Leute. Das sind mir die liebsten, Leute. Alter, ein Hund. Du Sau. Butz, 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 Butz. Er hat einfach Sprengstoff um sich, oder was? Echt? Nö. Das ist Brokkoli. Ja, einfach nur eine Kampfwespe, Alter. Eine Kampfwespe. Ich ja, glaube, wir können immer von Insel zu Insel machen. Nee, Alter. Ja, aber wie willst du das sonst machen? Wo sind ja, wir denn angekommen? Hier ist irgendwo ein Boot, Alter. Erzähl doch nicht. Wenn nicht, gibt es bestimmt für da, die Rikscha auch. Ich sehe es. Siehst du? Ich seh's, auf der Karte, auf der Karte, auf der Karte. Ja, wenn Gott nämlich eine Tür schließt, öffnet er ein Fenster. Du hast nicht zugehört eben, oder was? Achso. Sehr schön. Ich passe immer nicht auf in der Schule. Ehrlich. Außerdem gibt es bestimmt hier Mount-Equipment, dann kann die Rikscha auch über Wasser fahren. Geil. Das Boot ist in der Kirche drin, oder was? Nee. Hä? Das ist hier unser versunkenes Gemüt. Da ist es doch. Da ist es. Da ist es ja. Ach, sehr schön. Gucke. Ein Boot. Sehr gut. Bist du bereit? Yo, let's go. Ein Boot ist größer, als man glaubt. Ein Boot, das größte überhaupt. Vorwärts, marsch! Ein Boot, Fische! Ihr auch Stinkefische, Alter, ich hasse die. Kommt gleich Nessie hoch oder so. Junge, beruhig dich bitte. Beruhig dich bitte wir sofort. Sind auch schnell. Sofort. So, die Insel. Sehr schön, gab's ja auch einen Film. Fahren wir da einfach rein? Nee, Alter, hier rechts, rechts oder links, mir egal, aber nicht genau rein. Ja, einwandfrei, Junge. Wer meckert, hat Bootsfahren nicht verstanden. Hier ist ein Autositz. Warum ist hier ein Autositz? Junge, und die Mucke geht auch schon wieder los. Okay, wir müssen auch gucken wegen Alarm, auch wenn ich mir noch nicht vorstellen kann, wie... Gut, die haben ja Helikopter. Die haben ja für einen Zweifelsfall Helikopter. So. Ich wollte erstmal einen groben Plan machen. Ich sehe, du hast einen ähnlichen Plan. Der ist nur tödlicher als meiner. So, hier komme ich doch bestimmt hoch. Oder auch nicht. Wenn du alle tötest, renne ich auch ein bisschen rum. Oh, oh, ich sterbe. Junge, oh, sie haben echt Verstärkung. Oh. Ich lasse da aus. Dynamit. Ja, Penner. Oh, das ist sogar oben gelandet. Hallo. So. Was für Verstärkung am Nacken, Junge. Fickt euch alle. Butz. So jawohl, schön erwischt. Zack, zapp, so, ich lauf mal rüber und hau ihre Verstärkungsanlage kaputt. Oh! Das war gar nicht nett. Digga, was geht? Pillen! Ja! Haben wir! Weil wo sollen jetzt hier Verstärkungen herkommen? Die werden doch jetzt nicht echt mit Helis ankommen. Ich hoffe. Ich will mein MG austesten. Übers Wasser, Alter. Übers Wasser. Geil, mit dem Jetski. Alter, ja, das ist ein Jetski. Cool. Sehr, sehr cool. Moin. Job, sau. So, yo, hier kommen sie einfach echt mit Jetskis, Junge. Putz. Doppelkill. Hört sich das noch ein bisschen doller an hier. Kann ich mal in Ruhe hier Dynamit machen? Ja, wollen wir aber auch Schwarzpulver einstecken. Guten Alter, Tag. Alter, Jetski, wie cool. Okay, es ist ich fest. Ich höre sie, ich weiß nur nicht, wo sie sind. Hast du gerade meine coole Jetski-Aktion gesehen, Alter? Nö. Richtig geil, hab fast ausgeparkt, Junge. Ich crazy. Alter. So, bin so crazy, Alter. Uff. Kranker Typ. Krank, aber completely sick einfach. Aber was schön ist es ja hier, ne? So ein kleines Flussbett. Das ist schon cool, ja. Es wäre deutlich cooler, wenn es hier keine Krokodile geben würde, so, die ich dann morgens beim Frühstücken wegsnacken könnten. So, ja, noch gibt es ja keine. Was haben wir noch zu befreien? Hier sind angeblich noch welche. Ich sehe auch keinen gerade. Ich habe aber eben auch Stimmen gehört. Old Gods Inc. Das kann vielleicht noch das Bliss sein, vielleicht. Es ist denkbar in solchen Regionen, ja. Hier ist auch keiner. Hello. Is there anybody out there? Tschala, hier ist noch was zum Lesen. Hiraman-Befehle. Tolle Arbeit beim Außenposten, das meine ich ernst. Ich weiß sehr wohl, dass keiner von euch hier sein will, wegen den Spinnern aus dem Norden, wo ich dachte Spinnen. Die Aasgeier sollen weiter Schrott für die Schmiede sammeln. Der Rest von euch behält den Nebel im Auge und schlägt Alarm, falls die Dreckshippies auftauchen. Ja, jo. Über uns. Draußen. Groove Street Home. Home. Da war ich doch gerade. Home war Office. Da, grade. Neben dir. Da steht sie doch. Was? Da bin ich doch gerade hergekommen. Ach komm, ey. Ja, du musstest öfter hintereinander Groove Street unterschiedlich betont sagen. Das funktioniert immer. Weil da die ganzen alten GTA-Spieler kommen. Ja. Junge, sahniges Teil. Die Insel befreit. Jawohl. Ja, die ist irgendwie cool. Übelst geiler Posten auch. Haust halt überall in, ja. Wenn man das MG hin. Und fertig. Chillig, Ether 0, 100. Ja, geil. Bei allem, was ich tue, gebe ich nur 100, Bruder. Was ist los?
Da können wir ja eigentlich aufbessern, oder? So, genau, wir können dann zurück. Also wir haben hier noch eine Quest, wir reden noch mit unserem Gelbmützenmann. Und dann sind wir fertig, Freunde. Und wenn wir dann das nächste Mal ein Part starten, dann haben wir Waffen auf Level 7 Milliarden. Das ist einfach nur geil. Alter, Leute, ist das geil oder ist das geil? Er redet nicht. Ich wollte jetzt nach deinem Geil ist das geil, wollte ich ihn anfangen lassen zu reden, oder tut's nicht, Alter, so sad. Jetzt. Unsere Leute wurden aus dem Holzfällerlager vertrieben. Die Highwaymen haben sich da jetzt breit gemacht und hocken auf einem riesigen Ethanolvorrat. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Alles in die Luft jagen. Du weißt, was zu tun ist. Saufparty. Gut. Liebe Leute, in diesem Sinne war das ein sehr interessanter Part auf jeden Fall. Wenn auch im gleichen Atemzug überhaupt nicht aufschlussreich. War irgendwie wie so eine BFA-Story-Quest-Line irgendwie. So, yo, sah geil aus, hat irgendwie Spaß gemacht, war ein bisschen verbuggt. Aber wir sind genauso schlau wie vorher. Insofern, nächsten Parts, mehr mit Seed, mehr mit Waffen. Und auf ja, jeden. In diesem Sinne. Besseren Waffen. Besseren Waffen, Digga. In diesem Sinne mit besseren Waffen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Junge.